Willkommen auf meinem GIMP-Channel zu einem weiteren GIMP-Tutorial. Heute möchte ich so ein bisschen GIMP-Art zeigen, einfach so ein bisschen Kunst mit GIMP machen. Und ich beginne damit, dass ich eine neue Ebene erstelle, und zwar mit der Auflösung meines Desktops. Und das macht ihr mit eurem Desktop, mit der Größe. Dann, was wichtig ist, wenn ihr noch keine Wolkenpinsel euch im Netz runtergeladen habt, dann einfach hier bei Google rein und Cloud Brushes eingeben. Da bekommt ihr diese Dinger wie Sand am Meer runterladen und in den Brushes-Ordner eures GIMP reinkopieren. Und ich beginne jetzt, indem ich hier weitermache, oder ich mache weiter, indem ich eine neue Ebene erstelle, transparent. Suche mir, wie gesagt, hier diesen Wolkenpinsel, stelle ihn ziemlich groß, Vordergrundfarbe schwarz. Und beginne natürlich nicht mit der Sprühpistole, sondern hier mit Wolken. Die setze ich einfach so willkürlich hinein. So. Und wenn wir das gemacht haben, so, dann erstellen wir wieder eine neue Ebene transparent. Gehen auf unsere Farben und suchen uns ein Orange. Ich habe hier FF5D25. Mache ich hier meinen Pinsel ein bisschen kleiner und setze mir hier auch wieder willkürlich, wie es mir gerade gefällt, oder rein nach Gefühl, mit Orange diese Wolken hinein. Und so, diesen Ebenenmodus, jetzt gehen wir auf Ebenenmodus, stellen wir auf Nachbelichten. Nun erstellen wir wieder eine neue Ebene transparent und machen den ein bisschen kleiner und machen nochmal orangene Wolken in unser Bild hinein, wie es uns am besten gefällt. Let it flow, lasst es fließen, wie ihr Lust und Laune habt. Einfach hinein damit. Vielleicht an den Rändern noch ein bisschen mehr. Schauen wir mal. Noch so ein bisschen runter. So. Okay. Und diesen Ebenenmodus stellen wir auf Abwählen. Nun erstellen wir eine neue transparente Ebene. Suchen uns hier ein Gelb. Ich habe hier EFE 219 als Vordergrundfarbe, und als Hintergrundfarbe nehmen wir Schwarz. Gehen auf unser Farbverlaufswerkzeug und stellen hier den Modus auf kreisförmig und ziehen uns hier eine Vignettierung. Diese Vignettierung stellen wir mit dem Ebenenmodus auf weiche Kanten. Nun gehen wir auf Bild, sichtbare Ebenen vereinen. Ich kopiere mir die Ebene mal zur Sicherheit. Nun kommt die Filterbank GMeek ins Spiel. Hier gehen wir auf Arrays and Frames, und jetzt kommen wir auf einen Filter, den ich nicht aussprechen kann. Teilt Parameterisation oder so. Iteration. Also, wer es besser aussprechen kann, schreibt es mir phonetisch unten als Kommentar bitte. Und wir bestätigen mit OK. Nun stellen wir unsere Farben wieder auf Standard ein, indem wir hier unten auf dieses Symbol klicken, suchen uns eine Schrift, die uns gefällt. Ich nehme hier diese Black Tuesday und gebe hier einen Wert von 600 ein, und beim Abstand zwischen den Buchstaben gebe ich den Wert 40 ein. Dann ziehe ich mir hier eine Schriftenebene sozusagen, einen Rahmen, schreibe hier GIMP hinein. Nun nehmen wir unser Ausrichtenwerkzeug und verbringen es hier in die Mitte. Und nehmen unser Verschiebewerkzeug und verschieben unsere Schriftenebene bei gehaltener STRG-Taste hier auch in die Mitte ungefähr des Bildes hinein. Rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebene auf Bildgröße. Nun gehen wir auf der oberen Ebene, rechte Maustaste, Auswahl aus Alpha-Kanal, klicken die untere Ebene an, Ctrl C, dann gehen wir auf die obere Ebene, Ctrl V. Jetzt haben wir hier
in diese Schrift praktisch das Muster der Hintergrundebene eingefügt und wir verankern diese Ebene hier mit dem Ankersymbol. Nun erstellen wir eine neue Ebene, transparent, gehen auf unsere Textebene, rechte Maustaste, Auswahl aus Alpha-Kanal, gehen auf die neue Ebene, oben auf die erste, gehen auf Auswahl, vergrößern, ich nehme hier mal den Wert 7, dann nehmen wir unser Füllen-Werkzeug, füllen diese Auswahl mit Vordergrundfarbe Schwarz, gehen auf Auswahl, alles. Dann gehen wir auf Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner. Hier wenden wir den Wert 20 an und bestätigen mit OK. Nun verbringen wir mit der Pfeiltaste die obere Ebene zwischen die Textebene und die Hintergrundebene. Nun schalten wir die Hintergrundebene erstmal aus, blenden die aus, gehen auf Farben, Kurven und hier, halt, da müsste ich erstmal zurückgehen. Muss erst die beiden Ebenen hier vereinen, rechte Maustaste nach unten vereinen und nun können wir dann auf Farben gehen, Kurven und hier ein bisschen mehr Helligkeit hineinbringen. Ja, so in etwa okay. Dann gehen wir auf Filter, verbessern, unscharf maskieren. Hier wende ich einen Wert von 50 an und eine Menge, also der Radius 50, die Menge, sagen wir mal 25. Bestätige mit OK. Und nun schalten wir die untere Ebene hier wieder zu. Rechte Maustaste auf die obere Ebene. Sichtbare Ebenen vereinen. Und jetzt wollte ich noch was zeigen, bevor wir mit GMIG weiterarbeiten. Wir können jetzt zum Beispiel hier bei den Kurven, bei der Gradationskurve, ist hier unten immer der Kurventyp weich eingestellt. Gehen wir mal auf Freihand. Da kommt da so ein Bleistift und da kann man hier die tollsten Muster reinziehen, wenn man das mag, ja. Also auch ein bisschen Kunst machen. Auch vielleicht könnte ich das auch so. Nee, ich möchte so nicht weitermachen. Aber es sieht auch cool aus irgendwie. Aber das machen wir nicht. So, nun gehen wir auf Filter, GMIG. Dann gehen wir auf Artistik und jetzt auf Painting. Stellen wir ein bisschen kleiner. Und wenden das an. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der Rechenknecht soweit ist, bis er das umgerechnet hat hier. Und ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert. Und dann können wir schon weitermachen. Dann haben wir noch einen letzten Schritt. Mal schnell hier einen letzten Schritt. Ich hoffe, dass er gleich fertig ist. Ich möchte es auch nicht rausschneiden. Und mach hin. Müsste aber jetzt gleich fertig sein. Und dann machen wir weiter. Einen letzten Schritt. Sieht ja schon mal ganz nett künstlerisch aus. Jetzt nehmen wir hier unsere Farbpipette und suchen uns für den Rahmen, den wir noch hinzufügen möchten, eine Farbe. Ich nehme mal das Grün hier. Ich kopiere das. Gehe auf Filter, beziehungsweise vorher gehe ich hin, stelle hier auf 50% die Ebene auf 50%. Filter, GMIG erneut anzeigen. Dann gehen wir auf Arrays and Frames und hier auf Painting. Da erscheint hier ein Rahmen. Ich mache den mal auf 6 und gebe hier, kopiere hier die Farbe ein, die ich mir mit der Pipette geholt habe und bestätige mit OK. So, und schon sind wir fertig. Haben wir ein bisschen Kunst gemacht mit GIMP Ansicht, Bild in Fenster einpassen. Ich hoffe, euch hat mein Tutorial gefallen und ich konnte ein bisschen helfen. Beim Nachbauen wünsche ich euch viel Spaß. Gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, wenn es gefällt und checkt mir ein Abo. Bis zum nächsten Mal.